Ich habe 2 Wochen lang den neuen Sony 4K Laserprojektor VPL VW890ES ausprobieren dürfen und ich darf vorwegnehmen, es war der beste Heimkinoprojektor, den ich jemals im Skyline 4 sehen durfte. Das Bild ist gestochen scharf und der Anziehkontrast mit gemessenen knapp 400:1 Sony-typisch überragend. Das Objektiv besteht aus 18 Elementen, 6 davon sind sogenannte ELD-Elemente, was Extra Low Dispersion bedeutet. Diese soll es erlauben, eine optimale Konvergenz zwischen den roten, grünen und blauen Primärfarben zu erzielen, was zum Effekt führt, dass die gesehene Schärfe auf der Leinwand zunimmt. Sony selbst nennt das Objektiv ARC-F, was wiederum für All Range Crisp Focus steht, also eine Optik, die auf der gesamten Leinwand maximale Schärfe garantieren soll. Bei einfacheren Objektiven ist es in der Regel immer so, dass die Bildschärfe zu den Rändern hin abnimmt und damit auch der allgemeine Schärfeeindruck etwas getrübt wird. Dies merkt man vor allem im direkten Vergleich mit günstigeren Produkten. Zusätzlich greift der Sony mit der Fokusoptimierung auch noch auf digitaler Ebene ein. Der X1 Bildprozessor analysiert mit seinem Algorithmus jedes Pixel einzeln und korrigiert die Bildqualität, sodass der Bildfokus noch schärfer ist und das von der Bildmitte zum Rand hin. Also greifen gleich 2 Techniken ein, um die Bildschärfe zu gewähren, die Optik und der Algorithmus. Beim installierten Objektiv beträgt der Verstellbereich per Lens-Shift vertikal plus minus 80% und horizontal plus minus 31%. Es gibt auch noch optional ein Weitwinkelobjektiv, welches das Projektionsverhältnis von 1,35:1 bis 2,9:1 beim im Paket erhältlichen Objektiv auf 0,85:1 bis 1,06:1 ändert. Der Lens-Shift beträgt dann vertikal plus minus 50% und horizontal plus minus 18%. Der Projektor verfügt über eine langlebige Phosphor-Laserlichtquelle mit 2000 Lumen. Im Peak schafft sie sogar 2200 Lumen. Die Lichtquelle soll eine Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden halten. Das wären über 2 Jahre durchgängig am Stück oder 27 Jahre, wenn man jeden Tag einen Film mit einer Dauer von 2 Stunden anschauen würde. Allerdings haben schon Partner von uns andere Erfahrungen mit Laserprojektoren machen müssen, gerade bei Phosphorlasern. Da kam es dann auch schon mal vor, dass ein VW 5000 nach 1500 Stunden große Helligkeitsverluste aufgewiesen hat. Das nächste allgemeine Problem, was man ansprechen muss bei Sony-Projektoren, ist der Farbdrift, der irgendwann nicht mehr per Kalibrierung nachgebessert werden kann und die Farben einfach verblassen. Solche Geräte werden dann aber in der Regel auch vom Sony Prime Support getauscht. Bedenkt man da den hohen Preis, sollte das als selbstverständlich gelten. Was aber scheinbar in der Vergangenheit nicht immer gut geklappt haben soll. Auch dank des Drucks durch die Kollegen von GrobiTV soll sich der Support wohl verbessert haben. Um auf den Kontrast zu sprechen zu kommen, diese überzeugt nach den Messwerten noch nicht einmal sonderlich. Denn der Sony VW290ES, den wir vor kurzem gemessen haben, hatte schon einen sehr guten On-Off-Kontrast von bis zu 14.500:1, welches auch der VW890ES schafft. Der Unterschied, den man jetzt deutlich sieht, kommt aber durch den Dual Contrast Control, denn die Blendensteuerung und der Laser können unabhängig voneinander verstellt werden. Beide Verfahren fehlen dem VW290ES. Der dynamische Kontrast verstärkt sich dadurch deutlich. Sony gibt hier marketingtechnische Unendlich:1 an. Beeindruckend sind Dunkelblenden im Film, also Blackouts. Ich versuche den Seheindruck mal so zu beschreiben. Wechselt das Bild im Film von einer sehr hellen Stelle auf Blackouts, also komplettes Schwarz, wird man regelrecht in das Bild hereingezogen. Ist der Raum dazu noch restlich optimiert, ist das wirklich beeindruckend, da der Laser komplett abgeschaltet werden kann, also anders wie bei lampenbasierten Geräten. Die Geräuscheentwicklung beträgt 24 Dezibel, was einen sehr guten Wert darstellt. Steht der Laser nicht auf Maximalhelligkeit, kann man sehr nah am Gehäuse dran sitzen, ohne dass es unangenehm auffällt. Das Gerät ist also zum Beispiel im Wohnzimmer zu empfehlen, bei dem das Gerät direkt über einem montiert wird. Bei der Leistungsaufnahme hätte ich mir vorstellen können, dass Laserprojektoren durch den höheren Wirkungsgrad des Lasers weniger Strom verbrauchen. Dies entspricht aber nicht der Wahrheit, denn das Gerät zieht bis zu 490 Watt aus der Steckdose. Dafür bleibt das Gerät aber auch kühler als die lampenbasierten Brüder. Das nächste Mal sollte ich vielleicht mit einem Laserthermometer nochmal nachmessen, um einen direkten Vergleich zu zeigen. Der Sony besitzt einen LAN-Anschluss, 2 HDMI 18 Gigabit Ports, 2 Triggerbuchsen, einen Infrarot-In, eine RS-232 Remote-Buchse und einen USB-Anschluss für Software-Updates. Ein Media-Player ist nicht implementiert.
Die Fernbedienung ist die gleiche, wie wir sie auch schon von anderen Sony-Projektoren kennen. Nur, dass diese eine blaue statt eine orangene Hintergrundbeleuchtung besitzt. Apropos Messen. Das Einzige, was man zumindest für SDR und REC 709 kalibrieren muss, ist der Weißpunkt D65 auf die jeweilige Leinwand. Der Projektor kommt schon so hervorragend out of the box, dass eine Kalibrierung kaum etwas genutzt hat, teilweise Bereiche sich sogar verschlechtert haben. Außerdem besitzt das Gerät einen internen Messsensor, der eine automatische Kalibrierung auf der Leinwand ermöglicht. Man muss den Menüpunkt einfach nur starten und er kalibriert sich dann selbstständig nach. Somit wisst ihr dann, ob es sich nach einiger Zeit verändert hat. Eine tolle Sache, dass so etwas integriert werden konnte. Ich stelle euch das Messprotokoll per PDF zur Verfügung. Die Datei findet ihr dann in der Videobeschreibung weiter unten. Was etwas auffällt, was auch schon beim 290er so war, dass der 100% Rotpunkt übersaturiert ist. Man muss sich also entscheiden, ob die Zwischenpunkte 25, 50, 75% Farbsaturierung passen oder der 100% Farbpunkt. Auffällig im Vergleich zum JVC N5, der hier im Kino steht, ist der etwas zu rötlich scheinende Hautton von Personen. Das sieht beim JVC etwas kühler und natürlicher aus, man kann es aber auch so kalibrieren, dass es eben stimmiger wirkt. Die Abweichungen sind fast nicht messbar und im Schnitt weit weg von den angestrebten 2%, die man erzielen möchte. Bei der HDR-Kalibrierung deckte das Gerät 89% des DCI-P3-Farbraumes ab. Das ist nicht weiter verwunderlich, da in der Regel alle Geräte eine Grünschwäche besitzen. Einige Projektoren arbeiten dann mit Filtern, die bestimmte Anteile reduzieren, um den Grünton zu verstärken. Der Nachteil daran ist dann aber teilweise der große Lichtverlust. Kommen wir zum Fazit. Für wen ist das Gerät geeignet? Ja, zuerst einmal an Leute mit einem großen Geldbeutel. Denn mit knapp 25.000 Euro ist das Teil alles andere als ein Schnäppchen. Man erkauft sich also die Vorteile und die letzten paar Prozente wie so oft durch eine Menge Geld. Belohnt wird man dann mit einem knackscharfen und hellen Projektor, den man anders wie den VW 290 ES dann auch bedenkenlos im Wohnzimmer installieren kann. Für mich persönlich ist der größte Vorteil das klasse Objektiv. Die SXRD-Panels sind die gleichen wie den kleineren Brüdern und auch voll ausgereizt. Die Helligkeit ist klasse, könnte für HDR aber sogar noch ein bisschen mehr sein. Das dynamische Laserdimming funktioniert tadellos und erweitert den Kontrastumfang durch die mögliche komplette Abschaltung massiv. Auch Bildpumpen konnten wir so gut wie nicht feststellen. Habt ihr einen restlich optimierten Raum, gibt's von mir die komplette Empfehlung für dieses Produkt. Ich bin gespannt, wie sich die Geräte dann gegen JVCs neue Lasergeneration schlagen werden. Ich halte euch auf dem Laufenden. Vielen Dank an die Kollegen von 4kfilme.de, die uns den Projektor organisiert haben. Übrigens, einen umfassenden Test in geschriebener Form wird auf deren Seite veröffentlicht. Den Link dazu findet ihr dann wie gewohnt in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.